Schön, dass du da bist, lieber Skorpion. Dein Seelenthema, das schauen wir jetzt an. So, warst du bis circa so Mitte, Ende August 2023 ist die Zeitspanne, lieber Skorpion, gell? Was mag dir deine Seele sagen? Was mag ans Licht kommen? Was mag betrachtet werden von dir? Lieber Skorpion, ich lege jetzt mal das große Kartenblatt aus, alle 36 Karten. Du kannst gern nach vorne spulen, dass ich es rausbringe. Ich werde während dem Auslegen noch nicht mit der Deutung beginnen, dann versammst nichts, gell? Gut. Oder du schaust einfach zu, wie du magst, lieber Skorpion, gell? Skorpion, gut. Lieber Skorpion, die Karten liegen. Ich starte los, einen Schluck Wasser, Zitronenwasser. Gut, bedenke, das ist eine kollektive Legung, lieber Skorpion, das weißt du. Und daher ersetzt es in keinem Fall eine persönliche Kartenlegung. Kann es ja nicht, so ist er nicht. Und beachte daher dein Sonnenzeichen, Aszendentzeichen, Mondzeichen und Venuszeichen, lieber Skorpion. Dein Seelenthema in dem genannten Zeitraum ist, was mag dir deine Seele sagen? Deine Seele mag dir sagen, es ist Zeit für Veränderung. Und zwar schicksalshaft. Es ist so, dass du aus einer Art Stagnation, ja, rauskommst, aus einer Langsamkeit, Behäbigkeit rauskommst. Und das ist wie eine Schicksalswende. Ja, also das passiert einfach, ja, lieber Skorpion. Und deine Seele mag da sagen, werde nicht gegen den Neubeginn. Ja? Wenn du jetzt jedoch sagst, eh super, alles neu, hurra, dann passt es eh. Aber vielleicht, nachdem es ja eine kollektive Legung ist, sagst du, na, um Gottes Willen, nicht schon wieder Veränderung und so weiter. Ja? Deine Seele mag aber mitteilen, es ist Zeit dafür. Es ist eine positive Wende. Und diese Wende, lass mich da mal schauen, dieser Neubeginn, diese Wende,
hat zu tun mit einem Mann, es kann sein, dass dieser Mann im Rückzug ist. Der Ex ist. Naja, wenn du da resonierst, lieber Skorpion, bitte schau, ob du sagst, da finde ich mich wieder. Ja, du spürst es eh. Beziehungsweise ein Mann, der eben, also wo kaum oder kein Kontakt ist oder aufgrund einer Situation jetzt kein Kontakt sein kann, wo was unklar ist, ja, wo du vielleicht Zweifel hast an dieser Verbindung. Okay? Diese Sache mit diesem Mann, weil da steht ja eine Veränderung an, ein Neubeginn an. Ja, das schaue ich mir in der Fortsetzung an, lieber Skorpion, genauer. Link findest wie immer in der Infobox. Gell? Weiters mag dir deine Seele sagen, dass es Zeit ist, deine Zweifel, ja, du hast Zweifel und eine Verbindung betreffend, okay? Du hast Zweifel an deinen Gefühlen, ob die deine Gefühle vielleicht täuschen könnten. So liegt es da. Und es betrifft der Verbindung, ja, wo sehr viel Gefühl da ist. Und das betrifft jemanden, den du schon kennst. Also es ist niemand Unbekannter, lieber Skorpion. Und deine Seele mag dir gern sagen, Gespräche sind ganz, ganz wichtig. Dass diese Unsicherheiten oder Zweifel, ja, beseitigt werden können. Damit wieder Harmonie hergestellt werden kann oder damit der Frieden, eine friedliche Situation entstehen kann, ja. Vielleicht betrifft es ja ein und dieselbe Person, ja? Gut, lieber Skorpion. Dann gehe ich jetzt gleich direkt zur Fortsetzung über. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich danke dir für dein Like, fürs Teilen von meinem Kanal und für dein Abo, wenn es dir taugt. Und ja, wir sehen uns in der Fortsetzung, wenn du magst. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Pass gut auf dich auf, lieber Skorpion. Bis bald und viel, viel Segen für dich, Stella.